Willkommen zurück bei Hero Defense Haunted Island. Wir sind nahezu pleite, aber schauen mal, ob wir das nicht vielleicht ändern können. Auf der nächsten Map, die da auf uns wartet und die da heißt Wassermühle. Okay. Schauen wir mal. Dann, dann, dann. Okay, rot, grün, gelb, fuck. Ah, stimmt, das hatte ich mir alles schon angeguckt, die Story hatten wir auch schon. Und ich war am Überlegen, wo. Jetzt fertig mit Quatschen? Gut. Wo ich wann wen platziere. Wir haben da auf jeden Fall Reichweite-Shrines, zwei Stück. Wir fangen mit grün an, das heißt, die spawnen wahrscheinlich da. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall ihn hier haben. Wow, das ist so ineffektiv. Gott, das ist ein bisschen dramatisch. Okay, ich würde ihn gerne aufladen, aber ich befürchte, das steht nicht zur Debatte. Weil wir nämlich total ihn hier brauchen. Alter, wie soll ich das denn schaffen? Das war krass. Nee, das funktioniert so nicht. Neustart. Die halten eindeutig zu viel aus. Also wir können da natürlich schon was draufhauen, keine Frage. Macht es Sinn, ihn erst dahin zu schicken? Oder macht es Sinn, dass er einfach gleich hier hingeht? Alter, ganz ehrlich. Der macht einfach zu wenig Schaden, das ist das Problem. Das Gute ist, der Mob nimmt halt die nächste Wave auch noch mit. Das sollte jetzt eigentlich gut machbar sein. Jo, auf jeden Fall. Er hier und dann brauchen wir eigentlich als nächstes am gelben Pfad, wo auch immer der ist. Das wird interessant. Ich weiß gar nicht, war da der gelbe, war da der rote Pfad? Ich habe keine Ahnung. War das der gelbe Pfad? Ich glaube in der Tat, das hier war der gelbe. Also, dass der da so rauskommt. So, ihr müsst euch mal den Schrein teilen, ganz kurz. Komm, da angreifen. Danke. Tja, so richtig geil war das jetzt auch nicht. Okay, gelber Pfad war da auf jeden Fall richtig geraten. Ganz ehrlich, ich will sie da total aufladen. Einen Schrein bauen kann ich sowieso nicht, das kann ich mir nicht leisten. Du gehst mal mit dahin, du gehst auch mal mit darüber. Vorerst. Dann gucken wir mal, was hier so passiert. Das geht einigermaßen klar. Das ist ganz nett. Okay, wir bleiben am gelben Pfad. Die bringen einen Sarg mit, wenn ich das richtig sehe, ne? Eigentlich kann er auch noch mal mit dazukommen. Ist jetzt gerade nicht so hundertprozentig wichtig. So, Sam brauchen wir offenbar gar nicht, wenn ich das richtig sehe. Das hier hingegen funktioniert ehrlich gesagt nicht so richtig gut. Alter, das geht gar nicht. Komme überhaupt nicht vorwärts. Alter, und der Mob macht nicht mal die platt? Das ist hart.
So, du bitte dahin. Du mit der Hinhalt Support. Und wir können dich eigentlich locker nochmal aufladen. Das ist ganz okay. Okay, dann geht's bald auf dem roten Pfad weiter. Oh, die Map wird echt tricky. Also wir haben hier natürlich noch eine ganze Menge Spells. Keine Frage. Sie ist halt total gut dabei. Sie macht halt alles platt. Da muss ich mir irgendwie gar keine Gedanken drum machen. So, die kommen am gelben Pfad, die kommen am grünen Pfad. Das heißt, du musst auf jeden Fall ganz zügig hier hin. Du kannst mal da bleiben. Du kannst hier noch mit supporten. Du kannst deine Reichweite ein bisschen weiter nach da verlagern. Und dann gucken wir mal, was kommt denn als nächstes? Blauer. Das heißt, wir wollen ihn auf jeden Fall aufladen. Okay, der Dicke hält noch relativ viel aus. Das ist nicht so gut. Was ist denn der überhaupt? Das müsste eigentlich total ihr Job sein. Aber sie ist nicht mehr in Reichweite. Ha, darum ging das nicht. So, runter da. Auf die Fresse hauen. Zack, zack. So, ihn können wir auch nochmal aufwerten. Jetzt mach den schon platt. Dankeschön. So, du musst ganz dringend hier rüber. Du musst eigentlich ganz dringend dahin, wenn wir ehrlich sind. Und du möchtest aufgeladen werden, wenn wir ehrlich sind. Ach, die sind herrlich langsam. Das finde ich sehr, sehr fantastisch. Außerdem hat er jetzt eine epische Reichweite. Dann geht es als nächstes weiter mit Rot bei Rot. Nee, Moment, Rot ist hier total. Also gehst du dahin. Das ist soweit in Ordnung. Du kannst eigentlich auch mal mit hier hin, wenn wir ehrlich sind. Du musst dann zwar irgendwann. Nee, du musst gar nicht mehr irgendwo hin. Du bist eigentlich total raus aus dem Schneider. Er hat immer noch gut Reichweite, das ist soweit okay. There we go. Ihn müssen wir bald mal woanders hinziehen. Ein Glück sind die so langsam. Darf ich ihn? Danke. Ach, da muss er gar nicht mithelfen, das geht. Okay, oh Gott. Warum stehst du nicht da? Ich wusste, ich habe was vergessen. Komm, schieß auf die vorderen. Mach sie einfach. Ja, das war ein bisschen schlecht vom Anfang der ganzen Situation her. Das hätte besser laufen können, wenn nicht sogar müssen. Wo bleibt er denn so lange? Holy shit. Komm, geh einfach gleich dahin. Wo gehen die denn jetzt hin? Ach, die gehen erstmal da runter. Okay. Tun sie das wirklich? Ich bin mir nicht sicher. Ja, die greifen da auf jeden Fall an, aber das Schöne ist, die drehen dann um. Und dann kriege ich sie auf jeden Fall. Dachte ich zumindest. Alter, hauen die rein. Brauchen wir mal den Papst. Was macht er nochmal genau? Okay, er schreckt die Creeps. Natürlich, der Papst ist auch sehr erschreckend. Alter, jetzt kommen die schon da an? Fuck, das wird nichts. Vor allem nicht mit den Boss-Mobsen. Nicht, wenn die. Was war das jetzt? Ach so, da ist noch wer durchgekommen. Fuck, das habe ich gar nicht. Okay. Alter, Alter. Was eine Geschichte. Aber wir haben ein bisschen Gold und sind aufgelevelt. Puh. Langsam wird's knifflig. Ich hatte sowas irgendwie befürchtet. So, 2 Punkte. Was möchten wir denn da? Bumerang. Auch das ist vielleicht gar nicht so uninteressant. Mal, wir tun da mal einen rein und wir tun hier mal einen rein. Und arbeiten uns dann langsam hierhin vor. Das sieht ganz nett aus. Du kannst auch noch was. 3 Punkte. Damit können wir eine Menge Schabernack treiben. Du möchtest, glaube ich, einfach grundsätzlich mehr Reichweite haben. Möchtest du das oder möchtest du grundsätzlich mehr Schaden machen?
Ich glaube, du möchtest erstmal grundsätzlich mehr Schaden machen, oder? Oder möchtest du grundsätzlich mehr Angriffstempo? Fragen über Fragen. Brute Force, hier einfach mehr Damage, das passt schon. Okay, so die Frage ist, nein, die Frage ist überhaupt keine Frage. Es ist total klar, dass wir hier jetzt Gold tauschen, weil wir müssen da Schreine bauen, es geht nicht anders. Und dann probieren wir den ganzen Spaß nochmal. Kann ich eigentlich Schreine bauen, bevor die erste Wave startet? Das wäre nice. I can't stop thinking just Ja, what ja, haunts ja. you about your wife, old man. Jane lost her past. You lost your future. Ich kann, sehr schön. Das heißt, ich möchte auf jeden Fall da einen Schrein für dich haben. Definitiv. Sie kommt total gut klar. Also wir haben eigentlich nur. Ja, wir haben ein bisschen mit Barrows Probleme gehabt. Das ging aber noch, aber hauptsächlich war Jack hier das Problem, dass der einfach nicht an Land gekommen ist. So, Jack muss aber übrigens auch mal anfangen. Und zwar hier. Ich weiß, das ist nicht effektiv, das ist aber in Ordnung. Hauptsache, er macht da noch ein bisschen Schaden und trifft noch ein, zweimal. So, die Frage ist, kriegen wir jetzt genug zusammen? Ich muss ihn aufladen, das geht nicht anders. Aber wir haben da nicht. Fuck, das passt alles nicht. Alles irgendwie ungeil, wenn ich ehrlich bin. Oh, die machen da auch ohne Barrow schon ganz nett Schaden. Das ist vertretbar. Ist ein bisschen ungeil, dass ich da jetzt schon den wütenden Mob für einsetzen musste. Gefällt mir nicht so gut, aber wobei, eigentlich kannst du auch dahin. So, wo geht's weiter mit ihr? Auf gelb. Also bleibt die total da und das ist in Ordnung. Du gehst auch nochmal darüber. Der Anfang ist halt so total krass. Also das ist so, entweder kriegen wir die erste Wave nicht platt oder die zweite. Gott, sind die langsam. Das was? Die sind nämlich gar nicht so langsam. Ich setze Barrows mal hier rüber. Das ist nicht die dümmste Idee, glaube ich. Das hätte ich wahrscheinlich schon am Anfang der Wave machen sollen. Ach shit, falsche Taste, das wollte ich gar nicht. War jetzt aber auch nicht so dramatisch. Das kriegen wir, oder? Ah, das geht. Das ist okay. Moment. Achso, wollte gerade sagen, da war noch wer. So, du stehst nach wie vor da, das ist in Ordnung. Dich packen wir mit dazu, ihr kommt alle dahin. Du fehlst noch. Das ist soweit okay, das kriegen wir alles gewuppt. Danach würde ich dich ganz gerne aufwerten. Wie sieht das aus? Läuft das? Das läuft. Gut, dann kannst du auf jeden Fall schon mal hier rüber. Und danach müssen wir auf jeden Fall Barrows aufwerten. Oh Gott. So, er macht halt gar keinen Schaden. Also er macht Schaden, aber es ist so. Meh. Okay, und das ging am Ende dann irgendwie doch noch besser als geplant. Okay, langsam, langsam, langsam. Es geht mit Barrows am roten Pfad weiter. Den hätte ich viel früher dahin schicken müssen. Aufladen, aufladen, aufladen. Du, darüber. Ganz dringend.
Wenigstens ist Barrow schon am Start. Das geht. Jack ist auch gleich da. Jack, Schätzchen, zieh dir die Schuhe an. Wir sind bei Oma. Dich müssen wir aufwerten bis zum Erbrechen auf jeden Fall. Jack braucht auch noch eine Portion, definitiv. Das funktioniert aber auf jeden Fall. Das ist in Ordnung. Die Frage ist, ob das danach noch funktioniert. Sieht akzeptabel aus, auf den ersten Blick. Nee, dich muss ich nicht mehr aufwerten, ganz ehrlich. So, du musst auf jeden Fall schon mal wieder darüber. Du musst aufgeladen werden, auch das steht fest. Und wir brauchen alles da drüben. Wir kriegen nur noch grünen Pfad, alles darüber. Alles und jeden hierhin, bitte. Die heilen sich, das ist aber okay, die kriegen trotzdem auf die Fresse. Nichtsdestotrotz können wir da zur Sicherheit mal ein bisschen Gift draufsetzen. Sind die weg? Sehr schön. Red Fang Wrathborn. By Pack Law, I challenge you to single combat. Impudent whelp, you stink of human. I'll kill you, just like I killed your father. Okay. Schön. Alter, ist der schnell. Alter. Das hat aber gerade so ungefähr alles gebraucht, was wir hatten. Holy fucks. Der hatte Druck. Natürlich. Okay. Das war anstrengend. Das war Schwierigkeit einfach. Alter, 6 Punkte, das ist nice. Da können wir auf jeden Fall was machen. Mit 6 Punkten geht definitiv was. Das will natürlich schon 3 kosten. Verteilen das mal gleichmäßig, dann sind wir auch auf einem ganz guten Weg, den Rest hier irgendwie freizuschalten. Weil das wahrscheinlich erst noch ein bisschen dauern wird. Du hast 2 Punkte, damit, was war das doch gleich? Oh, zurückstoßen. Zurückstoßen ist eigentlich ganz nice, aber andererseits Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, komm. Einfach um die anderen Skills zu unlocken. Du hast 2 Punkte, das heißt, das ist die Aura, ne? Ja, was anderes können wir damit auch gar nicht machen. Passt. Und du hast 2 Punkte, damit können wir immerhin deine Reichweite erhöhen. Andererseits können wir auch den Deadshot erhöhen, also den, das heißt sogar Deadshot im Englischen, ne? Aber ein bisschen mehr Reichweite schadet dir auf jeden Fall nix. Gut, gut. Können wir hier nochmal hingucken, aber ich glaube, das wird nicht... Ich bin wieder vergessen, was das kostet. Ach, 40. Ja, nee, lass mal. Wie sieht's denn eigentlich aus? Dich könnten wir mal für 5 total aufwerten, ne? Dann kriegst du einfach die Orbrune dazu, weil das geht. Das finde ich okay. Was war das? Der Orb-Robert. Ist ja günstiger zum Aufladen. Oder möchtest du lieber die Geschwindigkeitsrune haben? Ich glaube, du möchtest fast eher die Geschwindigkeitsrune haben. Ja, ich denke schon. So, wir gucken uns nochmal... Wobei, nee, die nächste Map gucken wir uns in der nächsten Folge an. Danke fürs Zugucken bis hierher und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Und, Gott, dann müssen wir noch 15 Sterne sammeln? 15?
brauche ich insgesamt 15 oder noch 15? Wahrscheinlich insgesamt 15, das heißt, einer fehlt noch. Okay, ganz ehrlich, das grinde ich mal zwischendurch. Das nehme ich jetzt, glaube ich, nicht mit auf. Wir sehen uns dann einfach im nächsten Level wieder. Bis dann, tschüss.